Begleite Eddie auf seiner Tour durch das Käseland Schweiz. Diesen Herbst treffen sich über 300 Käserinnen und Käser, die Besten ihres Fachs, und kämpfen um den Schweizer Meistertitel. Lerne Lilian, Theo, Nicola, Menno und Johannes kennen auf ihrem Weg an die 12. Swiss Cheese Awards ins Val de Bagne im Wallis. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. Je me rends à Moellen pour rencontrer Johannes Eberle qui produit de la Lapinzel. Peut-être qu'on va percer le secret de la Lapinzel. Pas sûr. Venez avec moi. Appenzeller. Der wohl bekannteste Schweizer Halbhartkäse wird in 43 Ostschweizer Käsereien produziert. Hey, Di, wie geht's? Ciao, ça va? Ja, ça va bien? Grüezi, Fella. Ja, gerne Käse schmieren, weißt du? Mit der Kräutersulz. Ah! Appenzeller Kräutersulz. Tu vas me dire le secret du Rüterkraut? Ja, ich sag dir eins, ich würde es. Also, nein. Nein, ich würde es eigentlich nicht mehr erzählen, aber ich weiss es selber nicht. Ich, die Kräutersulz, die komme ich so über. Und effektiv, es wissen genau nur zwei Leute im Fall, wie das Geheimnis ist im Fall. Also, dem her, sorry, gell? Aber weißt du was? Wir gehen doch gerade auf in die Käse und ich zeige dir, wie wir den Appenzeller machen. Okay, volontiers. Oui. Vous me suivez? Il va nous montrer la fabrication. Peut-être qu'on va découvrir le secret. So schnell gibt Eddie nicht auf. Die Käserei Muonen ist ein traditioneller Familienbetrieb. Auch Vater Hans arbeitet noch fleißig in der Produktion mit. Il y a combien de générations que tu fabriques la Lapinzel ici? Ja, jetzt, also fünfte Generation. Ob der kleine Valerian später mal übernehmen wird? Johannes sieht das sehr entspannt. Und eben, wie gesagt, ob jetzt da ein Student wird oder ein Käser. Ja, vielleicht wird er noch Milchproduzent, wer weiß nie. Mal schauen. Rahmkäse, kräftig würzig, edelwürzig. Appenzeller gibt es in den verschiedensten Variationen. Alors, Johannes, combien de sortes de Appenzell tu produis ici? Weißt du was? Ich habe eine wunderbare Käseplatte vorbereitet, wo wir den Oberrest degustieren gehen. Okay. Vous avez entendu? Il a parlé de dégustation. Vous me suivez? Allons-y. Alors, Johannes, quel est le fromage que tu emmèneras au Swiss Cheese Awards cette année? Ja, wir werden den Appenzeller Sûrchon mitnehmen. Am besten kannst du da gerne mal probieren, dann ist schon was vorbereitet. On peut goûter? Ouais. Ah oui, il a de la pâte. C'est fameux, hein? Merci, merci. Mais dis-moi, il y a beaucoup d'assortiments, vous faites combien d'assortiments? Ouais, mais méga viel. Also, wir haben jetzt da von mildwürzig bis extra würzig, edelwürzig und natürlich auch sehr feines Raclette haben wir. Appenzeller Raclette. Appenzell? Ja, ja. Droit de faire de la Raclette. Da staunt Eddie und vergisst das Geheimnis. Est-ce que c'est possible? On va goûter, hein? Ouais, also sicher. Machen wir. Alors, Johannes, j'ai le plaisir de t'inviter officiellement au Swiss Cheese Award 2022. Ouais. En te remettant le couteau des fromagers suisses. Bon, danke mal, merci. Hey. Et je te souhaite bonne chance. Merci, merci. Mais, quant à nous, on se dit à bientôt au mois de septembre au Chable. Et maintenant, je veux goûter la raclette. Ja, mach mal. Et je vais mettre les points. Ja, und dazu nehmen wir noch einen guten Wein, gell? D'accord. Okay.